zwischen dem Daniel Scholl und dem Daniel Lange-Hägermann. Und inzwischen ist auch der Peter Neudorf auf Platz 10 wieder in Schlagdistanz rangekommen. Also es könnte durchaus noch spannend werden. Ja, und zur Zeit konnte der Jan Hendakes wieder ein Stück schneller fahren als der Komani. Also das letzte Wort um den Sieg ist hier noch lange nicht gesprochen. Wir haben noch zwei spannende Runden vor uns. Und ich weiß jetzt echt nicht, wer hier gewinnt. Ich würde eher sagen, der Jörg, wenn er denn sauber durchkommt. Aber ich glaube, der Jan hat auch noch Chancen. Der hat, glaube ich, vor allen Dingen auf den Geraden, glaube ich, ein bisschen mehr Speed, hatten wir eben festgestellt. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht wird das ja noch was. Na, ich hoffe mal nicht. Ich muss ja irgendwie mal wieder mein Geld wieder reinholen. Ah, jetzt hier im Windschatz kann er sich vielleicht hier innen reinbremsen. Er versucht und ist daneben. Nein, schafft er nicht. Jörg Comani fährt hier locker seine Linie durch. Also er hat jetzt schon Bedenken, dass es vielleicht eine Berührung gibt, aber hat gepasst. Und jetzt in den letzten zwei Rennen versucht der Jan Hendakes nochmal alles. Ist hier schon ein paar Mal leicht in der Bande gewesen, einfach ein bisschen zu viel von der Strecke ausgenutzt. Ich weiß nicht, es wird unheimlich schwierig, nochmal am Jörg vorbeizukommen, wobei er natürlich sehr, sehr gut mithalten kann. Also, die haben jetzt hier, hat ja nicht einer von beiden irgendwie Vorteile von den Reifen oder sowas, sondern ist hier ausgeglichen. Jetzt ist er ja sogar ein bisschen besser als der Jörg durch die Kurve vor der Haarnadel gekommen. Und von Jörg Würter wäre das natürlich eine Genugtuung, wenn er jetzt hier die Saison mit einem Sieg abschließen könnte. Er hatte ja die ganze Saison über mit einem übermächtigen Teamkollegen, mit dem Gil Stettler, zu kämpfen. Hat da auch Siege eingefahren, Magny-Cours und in Bad Hürst, aber er hat so richtig so überlegen, wie der Gil war er nicht, und er war auch nicht ganz so konstant. Also da waren ein paar Nicht-Top-10-Dozierungen dabei, und daher kommt dann auch der Unterschied. Und jetzt kam es gerade zu einem recht seltsamen Vorfall. Jetzt hat nämlich gerade der Jan Hendakes den Jörg Comani angeblinkt. Und ich weiß nicht ganz genau warum. Also ob er sich da ein bisschen aufgehalten fühlte. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Runde. Und wenn er denn vorbei will, dann sollte er es jetzt machen, der Jan Hendakes. Oh. Also jetzt ist auf jeden Fall die beste Position zu überholen, aber ist viel zu weit weg. Also das passt hier einfach nicht. Ja, wo ist noch die Möglichkeit? Die Möglichkeit ist einmal, Jörg Comani macht einen Fehler. Die zweite Möglichkeit ist, der Jan Hendakes ist nahe genug dran und bremst sich einfach in die Haarnadel rein. Oder er hat danach die Kurven, diese schnellen Kurven, die auf Startziel führen. Da muss eigentlich auch der Jörg Comani einen Fehler machen. Also eigentlich bloß zwei Optionen, die jetzt noch bleiben, dass der Jan Hendakes hier das Rennen gewinnen kann. Ja, da schlägt er leicht ein. Ja, das wird jetzt schwierig. Also, da muss er jetzt entweder ein bisschen dreist sein, wie der Jörg eben. Und einfach reinstechen in der Melken-Herpin. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vor allem jetzt ist er auch wieder ein paar Meter weg. Das wird dann doch wirklich ganz schön eng. Der Sascha Lestrange ist unterdessen am Daniele Bonaventura auch vorbeigegangen, auf Platz 3 zurzeit. Ja, und da kommt es jetzt zur Berührung. Ja, aber das war's nicht. Das war's jetzt, glaube ich. Als konnte der Jan Hendakes auch nicht richtig rausbeschleunigen. Es ist knapp eine Sekunde zwischen den beiden.
außer der Jörg schenkt ihm jetzt den Sieg oder macht man einen riesen Fehler, wird hier nichts mehr passieren. Sacha Lestrange mit einer super starken Leistung ist dann noch an Daniele Bonaventura vorbei, hat auch schon fast 2 Sekunden Vorsprung, also ja, eigentlich auch aus den trockenen Tüchern. Das werden wir uns aber, denke ich, gleich nochmal live ansehen, wenn die beiden hier durchs Ziel sind. Ja, und damit ist offiziell das letzte Rennen der GPTC in diesem Jahr beendet. Lauf Nummer 10 ist dann auch stattgefunden. Aber es ist auf jeden Fall noch spannend um Platz Nummer 3 und 4. Also 3, Sacha Lestrange wird durch sein. Aber hier Platz 4, da war der Mike eben noch ein bisschen näher ran. Aber ja, dann wird das auch der Daniele gewinnen. Das ist auch, denke ich mal, ein versöhnlicher Abschluss der Saison für den Daniele. Auf Platz 6 dann Kai Kindermann. Ja, man sieht hier auch die riesen Abstände. Also dann schon Platz 3 hat schon fast 30 Sekunden Rückstand. Also das Chaos am Anfang hat hier ganze Dienste geleistet, dass das ein bisschen auseinandergerissen wurde. Aber auch für Kai Kindermann in 6. Rang durchaus ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also weiß nicht, ob er sich das vorgestellt hatte, dass er hier so gut nochmal abschließt. Und dann geht jetzt in der letzten Kurve der Dachschwelle am Alexander Riedel vorbei. Unglaublicher Move. Ah, das ist Racing. In der letzten Kurve nochmal angreifen und nochmal ordentlich zuschlagen. 9. wird Daniel Lange-Hegermann und 10. Peter Neundorf. Ja, und Göhe Stettler hat sich fast noch bis an den Peter Neundorf rangefahren, hatte bloß noch 3 Sekunden Rückstand. War in der letzten Runde 6 Sekunden schneller, also das sagt ne was deutlich aus. Aber das ist jetzt hier, finde ich, auch ein sehr schönes Bild. Jochen Mani mit dem Sieg und Jan Hendricks mit dem 2. Platz. Der Jan hat heute wirklich eine richtig gute Pace, also seine schnellste Rundzeit waren 18,4 und der Sacha Strange oder ein Gestettler, die waren auch nicht viel schneller. Also Jan Hendricks hat hier wirklich eine super Leistung abgeliefert, auch Jörg Mani mit dem Sieg, den hat er sich wirklich verdient, also das ist dann doch recht schöner Abschluss und wir werden natürlich gleich auch hoffentlich die beiden im Interview haben, aber an der Stelle ist ein kleiner Einwurf in eigener Sache fällig. Für uns war das nämlich in der Form wir werden so nicht weiter streamen in der nächsten Saison und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen negativ an, so ist das gar nicht gemeint. Es ist nur, für uns haben wir festgestellt, dass es recht anstrengend ist, eine ganze Saison streamen und wir würden das ganze Streaming-Angebot in der VR nächstes Jahr ein bisschen auflockern wollen. Deshalb wird sich das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Keine Panik, GPTC wird es auf jeden Fall weitergeben, nur vielleicht nicht mehr alle Rennen. Und da kommt dann vielleicht der Aufruf, falls ihr Lust und Zeit habt, streamen die GPTC oder auch andere Serien in der VR, dann kommt auf uns zu, wir suchen da gerne neue Leute, wir sind da auch gerne bereit, Hilfe zu leisten, zu zeigen, wie alles funktioniert. Wenn ihr Lust darauf habt, zu moderieren, ist mitunter eine sehr spaßige Sache. Kommt einfach auf uns zu. Wir würden uns da sicherlich sehr freuen. Genauso möchte ich auch noch hier ankündigen, dass es demnächst im Januar wieder das Race of Champions aus dem letzten Jahr gibt. Wird es auch wieder einen Stream zu geben. Und zwar wird da der Herr Lose sehr wahrscheinlich, also mein Kollege hier Sebastian Lose, kommentiert. Ich selber werde da mehr ins Fahrerische eingreifen. Auf jeden Fall würden wir uns da auch freuen, wenn ihr dabei seid. Um auf dem Laufen zu bleiben, guckt einfach regelmäßig bei uns ins Forum in der VR oder über Facebook. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wenn wir gerade beim großen Ankündigen sind, ja, möchte ich mich erstmal noch beim Sebastian bedanken. Also wirklich super mit dir zu streamen und ja,
wird mir ein bisschen fehlen, da alle zwei Wochen GBCC, aber ich denke, das Konzept, was dann demnächst veröffentlicht wird, wird auch alle Zuschauer ansprechen und vor allen Dingen noch ein bisschen mehr Spaß versprechen. Also seid gespannt. Und ab Januar wird es dann auch einen Newsletter von der VR geben, beziehungsweise wird er natürlich auch bei Facebook veröffentlicht, wo dann jeweils die Streams, beziehungsweise die ganzen Rennen, die es gibt, beziehungsweise auch neue Serien, dann mal ein bisschen angekündigt werden. Und damit ihr noch besseren Überblick habt, okay, wann kann ich mal reinschauen, sei es jetzt als Zuschauer irgendwo direkt im Spiel drin oder auch als Zuschauer bei einem Stream. Wir machen uns jetzt, denke ich, erstmal auf die Suche nach den letzten Interviewpartnern und werden mal versuchen, unseren Meister und unseren Vizemeister einzufangen. So, und damit sind wir jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt, wie angekündigt, unseren Meister, den Gil Stettler, wir haben den Vizemeister Jukko Marni und wir haben den Jan Henderkes, der sich ein richtig schönes Duell im zweiten Lauf jetzt mit dem Jukko Marni geliefert hat. Hallo Jungs. Abend. Guten Abend. Hallo zusammen. Ja, Gil, kommen wir erstmal zu dir. Das ist ja wirklich, ja, wir haben vorhin schon zusammengerechnet, auch statistisch gesehen, der beste Fahrertitel, ja, die meisten Punkte und auch jetzt im Rennen wieder super souverän. Aber der zweite Lauf, das hat nicht so richtig gepasst, oder? Tja, was sollt ihr? So soll es sein. Also im ersten Rennen, als ich gesehen habe, dass der Sascha Probleme mit dem Start hat, habe ich gesehen, ja, das geht gut, man muss einfach konzentriert fahren. Aber hier in Macau, da bleibt man immer etwas an den Planken kleben. Der Jörg und ich, wir haben noch in letzter Sekunde so ein Hybrid-Setup gebaut, das dann einigermaßen gepasst hat. Im zweiten Rennen dann eigentlich einen tollen Start gehabt. Ich konnte zwischendurch eigentlich schon fast am Elmar vorbei, habe dann gedacht, ach, da kannst du nicht vorbei, gelupft, hinten angestanden und vorne ist er plötzlich hängen geblieben und gestanden und hatte null Chance, eben auch etwas zu machen. Und dann war das Rennen gelaufen, Doppelplattfuß an die Box hinken und dann noch hinter dem Chris Eishold hängen geblieben. Der hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, aber alles toll und tapfer und fair. Und da konnte ich einfach nicht vorbei, weil auf den langen Geraden war meine Karre krumm und unbrauchbar und so muss ich halt Geduld haben. Aber alles in allem wieder ein schönes Wochenende. Gratuliere auch dir, Jörg, zum Vize und Stefan Teigler zum Fastlane Racing zum Teamtitel. Ja,
ich mach einfach mal weiter. Auf jeden Fall vielen Dank an dich, Gül. Tolle Saison. Danke. Dann gleich zum heutigen Laufsieger Jörg Komani. Jörg, ist doch ein versöhnliches Ende, oder? Ach, doch, muss ich sagen. Also ich war ja jetzt die letzten zwei Rennen nicht ganz so performt und daran lag, dass ich nicht groß zum Trainieren gekommen bin. Aber gut, ist ein anderes Thema. Nee, und Gö hatte doch den Hammer sehr hoch gehangen. Also Vizetitel ist, denke ich mal, eine ganz gute Nummer. Kann man so mitnehmen. Gö, herzlichen Glückwunsch zum Titel. War eine sehr schöne, angenehme Saison mit dir. Hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit dir natürlich auf die Rennen vorzubereiten, mit dir zu trainieren. Bist also ein sehr, sehr netter und lieber Kerl. Und ich hoffe, wenn es nochmal sowas gibt, dass wir beide da wieder zusammenfinden und wieder versuchen, die Meute aufzumischen. Teammäßig könnte uns da, glaube ich, dieses Jahr keiner was groß. Ja, danke dem Team Fastlane Racing. Auch für die schönen Autos. Danke Stefan, danke für die Saison. Und ja, würde mich freuen, wenn es weitergeht. Ich ja, auch. So leicht kommst du jetzt nicht hier raus. Also noch sind wir nicht am Ende. Ja, du sprachst an, die letzten Rennen waren nicht so perfekt. Am Ende war es jetzt aber doch wirklich sehr überzeugend hier, gerade im letzten Rennen, im heutigen Rennen mit dem Laufsieg. Du hast es schon einige Male erzählt. Der Wunsch von dir bleibt dann doch einmal GPCC-Meister zu werden. Wirst du dieses Ziel denn auch weiterverfolgen? Auch in der Konstellation bei Fastlane mit Göschettler? Ja, selbstverständlich. Also ein richtiger Rennfahrer in Anführungszeichen, gut, wir sind ja nur Simulanten hier, sollte das als sich als Ziel setzen, immer und überall. Natürlich braucht man ein gewisses Talent dafür, aber ich kann immer nur all den Neueinsteigern, Rookies und den Jungs, die halt eben auf der Strecke nicht ganz so gut sind, wir haben uns dann auch nicht alles, ist alles nicht alles nur Talent, sondern wir bereiten uns dann auch auf die Rennen vor. Wie man sie nie vorbereitet, sieht, hat man gesehen an meinen letzten Ergebnissen. Ich war noch in einer anderen Liga, das war noch erschreckender. Auch heute war es eigentlich nur ein Stündchen vorab gewesen, aber das braucht man dann auch als guter Fahrer, in Anführungszeichen, um da einigermaßen passable Ergebnisse reinzuholen. Das zweite Rennen war jetzt so schnell nicht gewesen. Also ich habe eigentlich nur abgestaubt. Das geht auf so Strecken wie Macau geht's ganz gut, denke ich mal. Aber rein vom Rennspeed her war das jetzt nichts Außerirdisches gewesen oder was besonders Schnelles. Also ich bin natürlich zufrieden mit dem ersten Platz, aber ich hatte doch arge Probleme mit T1 gehabt, wie Gürschen vorhin erzählt hatte. Wir haben da doch noch am Schluss dann und gerade nach Rennen 1 noch ein bisschen rumgestrickt, weil die Karre in dieser T1-Kurve da überhaupt nicht rum wollte. War zwar unheimlich schön zu fahren im Infielder-Setup, traumhaft, aber wie gesagt, die schnelle Kurve, das war dann auch im ganzen Rennen jetzt, auch gerade im Rennen 2 mein Manko gewesen. Ich glaube, ich bin in Lap 2 schon mächtig vor die Wand geprallt und hatte auch Glück gehabt, dass ich mich dann nicht überschlagen habe. Also von daher ist das Rennen eigentlich schon im reellen Leben wahrscheinlich gelaufen. Wo der Schaden sehr groß war, ließ der Wagen sich doch noch einigermaßen gut bewegen, aber von da an war es für mich eine Respektkurve. Macau ist immer wieder eine Überraschung, für eine Überraschung gut und für ein wirklich anspruchsvolles Rennen. Und jedes Jahr wundert man sich aufs Neue, wie schwer denn T1 zu fahren ist. Ne? Ich glaube, die Leute machen sich kein Bild darüber. Im Quali läuft es wunderbar, im Warm-up läuft es wunderbar. Und wenn du dann ein Rennen geht, dann bist du da am Rumeiern. Naja, aber wie gesagt, zum Schluss dann noch ein versöhnliches Ende. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht auch. Ja, vielen Dank an dich und ich gebe ab an den Herrn Lose. Ja, wir haben versöhnliches Ende gehört und da denke ich natürlich sofort an den zweiten Lauf. Das hat uns insofern versöhnlich gestimmt, weil es wirklich ein super Duell zwischen dir Jörg und dir Jan gewesen ist. Wir haben das im Replay nicht ganz gesehen. Hat dich der Jörg da in der Schikane überrascht? Ja, also, so ein bisschen, ne? Also hab nicht damit gerechnet, dass er da innen reinzieht. Hat dann auch haargenau gepasst. Und ich kam dann an den entscheidenden Stellen danach nicht mehr ran, um entscheidend zu attackieren. In Turn 2, wie Jörg schon sagte, da hat er auch Probleme, er muss immer auf die Bremse gehen, geht eigentlich nur mit Lupfen. Nur ich war immer so nah dran, dass ich auch so langsam fahren musste, dass es mir keinen Vorteil mehr gebracht hat. Ja, war wohl verdient, hat einen guten Vorsprung immer rausfahren können pro Runde. Glückwunsch zum Sieg, für mich kein persönliches Ende. Aber nächstes Jahr wieder dabei. Ah, das sehen wir mal. Naja, wenn ich da bin, danke für das schöne Rennen, hat unheimlich Spaß gemacht, war auch ein heißer Feind zwischen uns beiden gewesen. Ich weiß gar nicht, so oft bist du zwar nicht dabei gewesen, auch wenn du eine recht bekannte eigentlich in der Simracing-Szene bist. Macau ist, haben wir natürlich schon ein paar Rennen hier gefahren.
gut, hast dich da überraschen lassen in der Hairpin da. Ich kann die recht gut fahren. Aber aus der Erfahrung lernt man heraus. Und nächstes Jahr, wenn es wieder, wenn es wirklich hier weiter geht, kommt auch am Ende wieder Macau und da passiert dir der Fauxpas bestimmt nicht nochmal. Ja, man muss sagen, die Saison von mir war zwar meine erste, aber es war brutal durchwachsen. Also von Top bis Flop war wirklich alles dabei. Und das muss man nicht erstmal nochmal zu Gemüte führen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Weiß ja auch noch nicht, welchen Teamkollegen, mal sehen. Ja, und wo wir gleich mal bei der nächsten Saison sind, haben wir uns auch den Stefan Teigeler gekrallt, unseren Admin, und ja, erstmal vielleicht ein kleines Resümee zu deiner Saison. Ja, das gibt's ja kaum. Da haben wir den Live-Admin hier mal im Interview und dann ist er gar nicht anwesend. Lampenfieber. Oh, sorry, wieder da. Hatte gerade geklingelt. Erstmal schönen Abend. Ja, hallo Stefan. Nochmal kurz Resümee von deiner Saison. Du warst ja Admin, aber gleichzeitig auch Fahrer. Ja, große positive, große negative Momente vielleicht. Denk mal, als Fahrer brauchen wir nicht drüber sprechen, das war diese Season mal nichts bei mir. Als Admin bin ich recht zufrieden. Es gibt wie immer vielleicht ein, zwei Dinge, die man verbessern kann. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Denk mal, das hat sich über die Jahre, ja, ist ja mittlerweile schon die sechste Saison, alles gut eingelegt. Du hast gerade gesagt, als Fahrer nicht so gut gelaufen. Ist das gleich Ansporn, noch eine Saison dran zu hängen und den GBCC wieder zu organisieren? Auf jeden Fall. Also ich denke, es gibt noch ein, zwei Punkte, die man klären muss, auch mit dem Livestream. Aber ich denke, es wird wieder ein Leben, auf jeden Fall. Ja, auf, dann auf jeden Fall danke an dich, Stefan, für diese Worte. Ja, und viele von euch werden jetzt sicherlich die Tränen in den Augen haben. Das war der letzte Stream dieses Jahr. Aber keine Sorge. Bald ist die Sommer- oder Winterpause vorbei und ich bin mir fast sicher, dass es dann weitergehen wird. Es war eine schöne Saison. Es hat super viel Spaß gemacht. Es waren nette Streams. Wie es weitergeht, wird sich dann in den nächsten Tagen klären. Also wie gesagt, wenn ihr Lust und Zeit habt, einen Stream organisieren zu kommentieren, meldet euch. Und ja, das waren meine letzten Worte. Und jetzt frage ich einfach mal in die Runde, möchte sonst noch wer was sagen? Ja, denke mal, der größte Dank auch nochmal zum Schluss gehört euch beiden für die super Season, die ihr uns hier geliefert habt als Moderatoren. Schade, dass ihr nicht weitermacht, aber nochmal tausend Dank. Ihr habt eine super Arbeit gemacht und wird mir wird auf jeden Fall fehlen. Wie, hören die auf? Ja. Also letzte Worte noch nicht gesprochen. Wer hat jetzt überhaupt die 5 Euro gewonnen, wird er hier heute? Ja, ich habe im zweiten Lauf auf dich gewettet, sagen wir es mal so. Jawohl, Sebastian. Ich habe im ersten Lauf auf den Herrn Schettler gewettet und insgesamt, aber ich meine, mir müsste man sich mal machen, das alles auszuwerten, müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Wird aber bestimmt, wäre bestimmt eine interessante Aufgabe, wer sich also langweilt über Weihnachten, nicht so toll beschenkt wird, der soll doch einfach nicht so mal alle Streams angucken. Vielleicht mache ich das ja auch, kann passieren und dann wird es da noch ein Ergebnis zu geben. Ja, und damit wollen wir jetzt das Ganze auch zum Ende bringen. Also schaut nächstes Jahr wieder rein. Es wird auf jeden Fall eine Ankündigung geben, spätestens Mitte Januar zum Race of Champions Stream, wo ich auch wieder als Moderator dabei bin. Wird es erste Informationen geben, oder was heißt erste? Ich denke, dann werden wir schon das große Konzept vorstellen können. Und ja, bis nächstes Jahr und kommt gut über die Tage.